Willkommen in Kiel. Hier unterhält der YouTuber Echtso, der im Offline-Leben Max heißt, gemeinsam mit seiner Freundin Chrissy knapp 800.000 Abonnenten und veröffentlicht Pranks, Experimente und andere Unterhaltungsvideos. Unser Lockvogel Hauke, der möchte gern coole und hippe Social-Media-Manager der Stadt Kiel, möchte jetzt auch YouTube machen. Dafür hat er Max heute zu einem Social-Media-Workshop eingeladen, um mit ihm gemeinsam über Ideen und Kollaborationen für Videos zu sprechen. Doch das ist noch nicht alles. Die estländische Partnerstadt von Kiel, Tallinn, möchte ebenso auf YouTube voll durchstarten und hat die angebliche YouTuberin Suvi ins Rennen geschickt. Unser zweiter Lockvogel hat auf dem eigens von uns erstellten Suvi-YouTube-Kanal nur knappe 300 Abos und ist, naja, nicht gerade mit Talent gesegnet. Aber seht selbst. Ja, schön, dass du da bist. Wir wollen euch ja, wie gesagt, ein bisschen connecten irgendwie. Partnerstadt, wie du weißt, von Kiel. Ja, genau. Sie hat jetzt noch nicht so viel gemacht, aber ich finde dafür, dass sie das noch nicht gemacht hat, ist sie echt souverän. Sie ist auch Kamera-Gen? Nee. Fotogen. Genau. Wir können uns ja irgendwie auf Facebook mal verlinken. Facebook. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Facebook ist inzwischen eher für die, naja, etwas ältere Generation. So Facebook? Eigentlich nicht, nee. Eigentlich nicht, okay. Nee. Ah! Hallo, Suvi, hi. Hallo. Hi. Ich bin Suvi. Hallo, Max. Suvi. Und da ist auch schon unser zweiter Lockvogel, Suvi. Ziel des heutigen Workshops soll es sein, ein gemeinsames Video zu drehen, von dem alle Beteiligten profitieren. Okay, vielleicht nicht alle Beteiligten. Dann würde ich sagen, Suvi, magst du dich mal vorstellen? Ja, ich bin Suvi. Mein Kanal heißt Suvideo und da lade ich hauptsächlich Videos hoch von mir und von meiner Stadt Tallinn. Und das ist natürlich alles frei erfunden. Wir hatten eben gerade schon mal ein Video geguckt von dir. Ja? Das letzte, ja. Cool. Ich schaue ihre Videos immer von vorne bis durch. Echt? Ja. Cool, danke schön. Manche habe ich auch schon öfter gesehen. Das ist cool. Unser Lockvogel Suvi ist natürlich ein Mega-Fan von Max, hat sämtliche Videos mehrfach geschaut und ist ein bisschen verliebt. Zumindest behaupten wir das. Ja. Was soll ich nur sagen? Ich mache halt YouTube seit jetzt ungefähr 6 Jahren. Manchmal ein paar Challenges. Ich weiß nicht, kennst du Pranks? Ja. Ja. Super, dass er sich so gut auskennt und seine Vokabeln gelernt hat. Dann erklär uns doch mal genau, was Pranks sind. Da, wo man halt ein paar andere Leute ein bisschen verarscht, die reinlegt und so. Ihr kennt den Content des anderen wahrscheinlich. Ich habe die Videos ja schon beide gesehen. Du sowieso, du ja auch, genau. Magst du mal anfangen jetzt mit deinem Feedback, Suvi? Mhm. Ich finde ihre Videos sehr, sehr cool und ich gucke sie mir sehr gerne an. Es macht wirklich Spaß und ich... Dankeschön. Ja, das Einzige, was ich nicht so gut finde, ist, ich finde, Chrissy ist nicht so witzig. Also sie passt nicht so gut in die Videos rein und auch nicht so zu ihnen. Ja. Komisch, Max scheint es überhaupt nicht zu interessieren, dass Suvi gerade indirekt seine Freundin Chrissy beleidigt hat. Im Gegenteil, es scheint ihn sogar zu erheitern. Ich fand deinen Kanal halt früher sehr, sehr cool. Als Chrissy noch nicht dabei war, war es sehr coole Videos. Ja. Ja, das ist auch schon mal Feedback. Ja. Anscheinend sind ihm die Anschuldigungen an seine Freundin egal. Was die wohl dazu sagt? Das ist dein Feedback mal, ne? Also genau. Mhm. Im Vorfeld haben wir ein besonders schlechtes Video für Suvis Kanal produziert. Möchte gern Kunst mit einer Prise Blödsinn. Und natürlich viel zu lang. Das ist mein erstes. Ja, genau. Das hatte ich mir damals angesehen. Wenn man eine Kamera in einen Müllsack packt und diesen ordentlich schüttelt, kommen Suvis Videos dabei raus. Aber schon geil, oder? Ja, also für den Anfang ist das auf jeden Fall gut, ja. Also wenn Max dieses Video wirklich gut findet, ist er entweder einfach nur höflich, hat keine Brille auf oder hat in den ersten Minuten dieses Meetings all seine grauen Zellen verloren. Also macht er so wieder jetzt die Millionen Klicks mit, oder? Jetzt nicht direkt natürlich. Also das ist natürlich nicht alles auch von jetzt auf gleich. Also es braucht schon ein bisschen Ausdauer, sag ich mal quasi. Also man muss halt schon dabei bleiben. Das ist eine wirklich nette Umschreibung von nein, damit macht Suvi natürlich keine Millionen. Kann ich bitte nach Hause gehen? Okay. Dankeschön. Genau. Jetzt zeigen wir Max, dass unser Lockvogel Suvi seinen kompletten Kanal einfach kopiert hat. Das wird ihm gar nicht gefallen. Ja, jetzt sieht er so aus, genau. Ja. Okay, keine Reaktion. Das sieht schon mal gut aus, finde ich. Geiles Teil. Er findet es sogar noch gut. Kurze Erklärung für alle, die Max-Kanal noch nicht kennen. Nicht nur haben wir seinen Kanalnamen echt so einfach nur auf Englisch übersetzt, sondern auch das Design komplett übernommen. Komplett. Das finde ich richtig gut. Geil. Bisschen poppiger, peppiger. Ja, genau, das wirkt lebendig, finde ich. Entweder ist Max Schock verliebt oder war gestern Abend sehr lange aus. Aber so. Mit den 3 L und so, ja, das ist ganz gut. Ja, genau, das ist, das ist finde ich witzig. Ja. Warum merkt er das nicht? Wie dreist kann man denn noch sein? Er trägt sogar Merchandise mit seinem eigenen Logo drauf. Er scheint heute wirklich verwirrt zu sein. Oder ist er einfach nur höflich? Entschuldigung, ich muss mal eben kurz telefonieren. Ja. Alles gut. Hast du jetzt hier auch? Kurz auf Toilette, ja. Alles klar. Ich komme sofort wieder. Jo. Bis gleich. Bis gleich. Wie es sich für einen echten YouTuber gehört, wird natürlich erstmal gevloggt.
Zeit für die Wahrheit. So, mittlerweile angekommen. Sie ist tatsächlich auch hier, hat auch einen YouTube-Kanal. Ich blende hier mal kurz was ein. Und ich habe gerade ehrlich gesagt nicht so viel Plan, was wir jetzt hier machen wollen. Irgendwie drehen wir noch gleich auf jeden Fall ein Video. Und ich bin gespannt, wie es hier weiter verläuft. Wenn alle Stricke reißen, müssen wir wohl unseren Joker, den Herrn Papa, ins Rennen schicken, der gemeinsam mit uns in der Regie sitzt. Na? Vielleicht bekommt der ja was aus ihm raus. Hey, ich bin's. Ja? Was macht ihr denn da? Ich habe gehört, das ist ein Workshop oder so. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, was da auf mich zukommt. Und wie sind die Videos jetzt? Hattest du die überhaupt angeguckt? Ja. So halb. Deine Augen sprechen eine andere Sprache. Wir könnten es verstehen. Also macht ihr das gut? Naja. Naja ist die kleine Schwester von Naja, ihr wisst schon. Und bringt dir das denn was, wenn du das da machst jetzt? Nee. Jo, bis später. Ciao. Ein wahres Feuerwerk der Emotionen. Jo. So, dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt mal zur Anmoderation. Ich habe jetzt auch eine Kamera mitgebracht. Stell dich mal dahin. So. Aufnahme. Stell dich doch mal vor, erzähl mal kurz was. Derek Dulemas, Moistaxi, Genderologie, Olge, Quene, Worte, Wortokwe, Chichu. Oh oh, fliegen wir etwa jetzt schon auf? Nein, nichts. Gerade noch mal Glück gehabt. Ja, kurzes Feedback. Erstmal ganz kurz zur Sprache einmal. Ja. Möchtest du nachher in Estland bei dir die Zuschauer ansprechen? Oder eher die Deutschen? Eher in Deutschland. Ja gut, also bevor du jetzt so ein paar Tipps gibst, stell dich doch einfach mit dahin, dann machen wir es mal zusammen, oder? Ja, genau. Könnt ihr noch ein bisschen zusammengehen? Hat das schon gut? So, ja, so schön, so schön. Ja. Bei so viel Körpernähe steigt dem lieben Max so langsam die Schamesröte ins Gesicht. Schieß los! Tere, ich bin Suvi und ich bin gerade hier in Kiel mit Max. So, hi, ich bin schön, Max. Sie kennenzulernen. Dankeschön, kannst auch du sagen. Und Kiel ist eine sehr schöne Stadt, finde ich. Ja. Kennst du Kieler Woche? Nein. Nein? Mhm. Oh, du kannst alles mögliche essen. Du kannst Cut! Wenn der inkompetente Social-Media-Heini auf einmal zum Regisseur wird. Gib direkt mal Feedback. Das war super, Suvi, fand ich. Und du hast eine Ausstrahlung vor der Kamera, du wirkst, du hast eine Natürlichkeit, du strahlst da. Ich muss sagen, bei dir auch gut, aber das wird manchmal so ein bisschen glatt, so ein bisschen wie auswendig gelernt, so ein bisschen... Weißt du, was ich meine? Ich glaube schon, ja. Bei dir ist es so ein bisschen weniger fake. Ich glaube, das ist es, was es trifft. Also so richtig nimmt sich Max das Feedback auch nicht zu Herzen. Dabei merkt sogar unser Social-Media-Amateur, dass da nicht genug kommt. Max, ich finde, Sie haben das aber sehr gut gemacht. Max ist der Beste. Danke. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt direkt mal eine Challenge. Unser Hauke kennt sich zwar nicht wirklich mit YouTube aus, aber Challenges scheinen ihm durchaus ein Begriff zu sein. Dementsprechend hat er da ein paar vorbereitet. Die gehen auf YouTube doch immer, oder? Ich finde ja immer ganz witzig, so Sachen mit Bewegung oder so. Ja. Kennst du Dab? Dab, genau. Dab. Oder diesen Harlem Shake. Sagt ihr das was? Ja. Machen wir das mal, oder? Ich kenne das jetzt zwar nicht, aber Der Harlem Shake war ein Internet-Meme, bei dem die Protagonisten zuerst zu monotoner Musik gelangweilt auf der Stelle standen, also das, was wir heute mit Max erleben, und dann zu passender Musik eskalativ durch den Raum tanzten. Letzteres dürften wir heute wohl nicht mehr erwarten. Oder Max? Als der Harlem Shake populär war, war Max im Übrigen 10 Jahre alt. Ich lasse es laufen und ihr macht mal. Hallo? Max, jemand zu Hause? So, und jetzt ausrasten! Eia. Ausdruckstanz wäre hier wohl noch untertrieben. Mach mehr! Ja, mehr, komm, los, komm! Ich komme zu gut! Du bist mein Vater, gell? Was wohl passiert, wenn wir Max mit den ältesten Klamotten aus dem Netz konfrontieren? Vermutlich würde er gleich nach Hause wollen. Max macht doch sicher nur ganz hippes Zeug, oder? Hab noch eine Idee? Die Waterbottle Challenge, kennt ihr die? Am besten nicht mehr Glasflaschen. Nee! Ich hab was mitgebracht. Das wird gut. Nö! Er macht einfach mit. Liegen wir da jetzt voll im Trend? Ja, absolut. Der Beweis, wir haben tatsächlich den höflichsten 17-jährigen Jugendlichen aus Kiel vor der Kamera. Könnte man damit viral gehen auch? Dieses Video ginge selbst dann nicht viral, wenn es Justin Bieber und Billie Eilish als Protagonisten hätte. Hey! Gut! Was meinst du, wie viele Klicks wir mit dem Video bekommen? Keine Ahnung, das ist die gute Frage. Max weiß das sehr wohl. Keine. Würde ich mal sagen, das reicht. Nächster Versuch, zumindest irgendeine Reaktion aus diesem jungen Herrn hervorzurufen. Essen. Funktioniert im Dschungel, wird also auch hier gehen, oder? Pfeffer. Ja. Pfeffer vor der Kamera? Pfeffer essen. Gute Idee, warte mal. Sind wir hier Pfeffer? Pfeffer war uns dann doch zu einfach. Das muss ekliger gehen. Tada! Also jetzt statt Pfeffer Butter? Ja, würde ich mal sagen, oder? Ich glaube, es ist sogar noch fieser. Und die Regeln sind,
Essen. Aber kauen, bis es flüssig ist. Oh, oh. Das ist eklig. Und dann damit googeln. Oh. Los. Oh nein. Scheiße, okay. Ah, die Butter hat also gefehlt. Das geht nicht. Vielleicht hätten wir damit anfangen sollen. Jetzt kommt Max in Schwung. Ah, super lecker. Mhm. Butter ist lecker. Auf Brot oder Brötchen. Hallo. Oh, nee, Mann. Boah, ich kann sowas überhaupt nicht, Mann. Boah, wie schaffst du das so lange? Oh, ich glaube, ich habe verloren. Gewonnen. Sowas von. Oh. D-Abo. Soll ich dich trösten? Dann würde ich mal sagen, dann kommen wir jetzt zum Finale. Die Flipchart-Challenge. Was ist das? Habt ihr was vorbereitet? Oh, okay. Also es heißt jetzt quasi, dass ihr mit verbundenen Augen... Dann was malen. Genau, richtig. Oh. Und ich sage euch, Scheiße. Welchen Emoji ihr malt. Boah, das kann witzig werden. Du malst jetzt ein Emoji mit Sonnenbrille und ja, so ein Hand, Daumen nach oben, würde ich mal sagen, sowas. Oh. Genau. Voll gut? Nee, echt so. Oh ja. Jetzt bin ich nach Hause gehen. Hat voll getroffen. So, Max. Das kann ja was werden. Mach du eine Zwinker-Smiley und so eine zeigende Hand. So. Genau. Okay. So eine zeigende Hand. Ach du Scheiße, das kann ja was werden. Genau. Ich glaube, es war's. Ziemlich gut. Na, ob das wohl der richtige Finger ist, Max? Haben wir das eher so vorgestellt? Ach so. Ja. Ah, bisschen den Finger drehen. Probier's nochmal. Probier's nochmal. Okay. Ich glaube, das war's. Ja. Fast richtig. Wie Max wohl reagiert, wenn er das Verstehen Sie Spaß-Logo auf dem Schild sieht? Ich zeig dir mal das komplette Bild. Ekstatische Freude, Eskalation, purer Enthusiasmus. Herzlich willkommen, da verstehen Sie Spaß. Hier ist eine Kamera. Oder halt so. Das ist eine Kamera? Ja, mich bloß verarscht. Geht so. Echt so. Also Max, ich finde, du bist echt cool gewesen. Ja, danke. Aber ein, zwei Mal haben wir dich doch gekriegt, oder? So ein bisschen rot bist du geworden. Ein bisschen. Ja. Ich habe mich jetzt gefragt, was hier abgeht. Hier gibt es auf jeden Fall noch zwei weitere Videos. Schaut ihr auch auf jeden Fall an, die sind sehr witzig. Und hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, ciao und ciao. Vergesst nicht, hier vorbei. Schaut vorbei. Schaut rein.